So, digitale Transformation, überall hört man davon. Was ist sie denn eigentlich, die digitale Transformation? Naja, das kann man eigentlich so erklären, dass IT-Tools jedweder Art förmlich unsere Firmen durchdringen inzwischen. Alles Mögliche, Kommunikationstools, Zusammenarbeitstools, in jedweder Form, und sie sind so billig, preiswert und funktional mächtig wie nie zuvor. Und das hat einige Konsequenzen. Macht es die Arbeit besser? Macht es die Arbeit effizienter? Sie verändert sie grundlegend, denn plötzlich ist man nicht mehr angewiesen auf die Infrastruktur eines Büros, sondern kann seine Arbeit eigentlich von überall her erledigen. Und man wird zeitlich und örtlich flexibler. Und das merkt man auch in Unternehmen. Unternehmensgrenzen lösen sich auf und es funktioniert nicht mehr alles auf Sicht und Zuruf im Büro, wie man es noch in den 1990er Jahren Das kannte. heißt, ich kann einfach im Park arbeiten. Wenn das für deine Produktivität optimal ist, warum nicht? Und das geht einfach so. Naja, da braucht es schon einige Voraussetzungen. Insbesondere Spielregeln sind wichtig, weil wenn wir uns nicht mehr täglich und den ganzen Tag in die Augen schauen im Büro, dann sind viele Erwartungen unausgesprochen und ist unklar, sehr viel unklarer, wie wir Dinge ausregeln. Sichtflug, da kann man viel schnell spontan korrigieren. Aber in diesen virtuelleren Arbeitswelten muss man Erwartungen, insbesondere über Spielregeln, sehr genau setzen und damit den Rahmen festlegen. Somit die Kommunikation sicherstellen und Zusammenarbeit, effizient. Koordination, Führungsthemen, das sind all die Themenkomplexe, die da hineinspielen. Und das ganze Paket, das ist digitale Transformation. Und daran forschen wir. Und daran forschen wir.